nächste Mal sind deine Finger dran. Du Komiker, du. Kommandant an Besatzung. Schleichfahrt. Leiten gleich strategisches Raketenzielvermessungsverfahren ein. Ey! Verpiss dich! Sonar? Kein Echo, Kapitän. Sichtgerät? Sichtgerät klar, Kapitän. Führung? Wir haben einen Fixpunkt, Kapitän. Raketenfeuerleitsystem wird aktualisiert. Gut, dann Verfahren einleiten. Beginne Ostküstenziele zu speichern. Washington gespeichert. Trim in Ordnung? Gut. Zustand in Ordnung. Genau. Ich habe Schleichfahrt befohlen. Halten Sie den Schnabel. Philadelphia gespeichert. Irgendwelche Probleme? Nein. Nur ein kleines Treibstoffleck. Ich dichte es bereits ab. New York gespeichert. Danke, das war's, meine Herren. Baker. Danke. Reagan und Gorbatschow frieren sich auf Island den Hintern ab. Hä? Diese Konferenz ist doch sinnlos. Man braucht nur abzuwarten, bis Russland sich selbst zerstört. Darauf warten wir schon ziemlich lange, Baker. Der Gipfel wird auch diskutieren, ob sie die Nuklearboote aus dem Atlantik abziehen. Dann könnten wir unseren Job verlieren. Ich könnte meinem Land sicher mit was Besserem behilflich sein, als immer feindliche Atom-U-Boote zu hüten. Ich habe einen Boomer. Wo ist er? Genau voraus, etwa 3000 Yard. Na, dann wollen wir mal in sein Kielwasser gehen. Kapitän, da ist etwas hinter uns. Hört sich wie ein Ziel an. Unsere Schraube verzerrt das Signal. Maschinenstopp. Er wird langsamer. Vielleicht hat er uns entdeckt. Maschinenstopp. Hier spricht der Kommandant. Achtung an alle. Schleichfahrt. Ich wiederhole. An alle. Schleichfahrt. Danke. Sonar? Negativ, Kapitän.
Boston gespeichert. Raketenfeuerleitsystemführung beendet. Voraus 10 Knoten. Hard Backboard. Hard Backboard. Er dreht nach Backboard ab, Captain. Wollen wir ihm folgen? Nein, wir bleiben hier. Der verrückte Ivan kommt hoch. Rückwärtsfahrt. Hier spricht der Kommandant. Auf Gefechtsstation für verrückten Ivan. Ich wiederhole, auf Gefechtsstation. Was sagt das Sonar? Er geht tiefer, dreht weiter nach Backbord. Danke, Sir. Maschine, stopp. Schraube steht. Wladimirov, übernehmen Sie. Ich mache jetzt Schlüsselkontrolle. Sie können ja den KGB vorwarnen. Bereitschaft für Stufe 2. Dimitri, fertig machen zur Waffenübernahme. Noch ein paar solche miesen Tricks und ihr könnt für den Rest der Reise Scheiße fressen. Hey, ist ja gut, Mann. Ja, Tumor, was? Guten Morgen, Kolja. Morgen, Kapitän. Wie war Ihre Wache? Alles klar. Keine Probleme? Nur ein kleines Treibstoffleck im Raketenschacht 13. Schon beseitigt? Ja, gleich geflickt, Kapitän. So wird's erstmal halten. Was macht Ihr Auge? Ist schon okay. Dann würde ich an Ihrer Stelle mal zum Doktor gehen. Und haben Sie ein Auge auf das Leck. Das gesunde Auge. Guten Morgen, Kapitän. Alles klar, Männer? Alles klar. Pschernischny, zur Schlüsselkontrolle melden. Guten Morgen, Pschernischny. Wie steht's denn in Moskau? Habe ich Sie auf dem falschen Fuß erwischt? Ich war gerade beim Rasieren. Maschinen gezündet, Sir. Er ist Backbord quer ab und kreist weiter. Entfernung 900 Yards. Unsere Geschwindigkeit? Wir machen 10 Knoten. Sehr gut. Guten Morgen, Doktor. Guten Morgen, Kapitän. Und niemand im Lazarett? Nein, ein glückliches Schiff ist auch ein gesundes Schiff. Ich weiß nicht, wie Sie das schaffen. Aber wie auch immer es sei, so kann's bleiben. Genosse Leutnant, bestätigen Sie bitte, dass ich den Nuklearschlüssel von Kapitän Britanow inspiziere. Ja. Yeah. Hiermit bestätige und absolviere ich die vorschriftsmäßige Kontrolle des Nuklearschlüssels von Sicherheitsoffizier Pschernischny. Aha. Ich wusste ja gar nicht, dass er spielt. Genosse Leutnant, würden Sie bestätigen, dass dieser Schlüssel in Ordnung und gesichert ist? Ja. Doktor, bitte würden Sie bestätigen, dass dieser Schlüssel in Ordnung und gesichert ist? Ja. Gut. Kapitän, ich weiß, es geht mich überhaupt nichts an, aber Pschernischny findet, dass Sie ihn ignorieren. Jedes Mal, wenn Sie ihn treffen, sagen Sie, wie steht's denn in Moskau? Ich weiß ja, er ist vom KGB, aber... Ist schon richtig. Ich nehm's mir zu Herzen. Bitte sei nett zum Genossen Pschernischny. Aber behalten wir das lieber für uns, ja? Sie riechen aber gut, Genosse. Wie steht's denn in Moskau? Grad komplett. Alles frei? Alles frei. Nichts vor uns, Kapitän. Wie ist der Kurs? 220. Erhöhen Sie mal auf 15 Knoten. Fahrt auf 15 Knoten erhöhen. Fahrt auf 15 Knoten erhöhen. Danke. Wo steckt der Sonar? Verrückter Ivan. Er wirbelt das Wasser so auf, dass Sie kein Signal bekommen, ja, Sir. Ja, verstehe schon. Versuchen Sie Ihr Allerbestes.
Er ist jetzt hinter uns. Er ist unter uns. Er kommt direkt auf uns zu, Captain. Los, Entfernung messen, ehe wir ihn verlieren. 5, 4, 3, 2, jetzt. 1000 Yard und er nähert sich von der Backbordseite. Kontakt. Boot stabilisieren. Ballasttanks leeren. Ballasttanks leeren. Captain, er taucht weg. Er ist nicht zu sehen gewesen. Und sehen Sie jetzt etwas? Ja, ich habe einen Sonarkontakt direkt über uns. Gehen wir 20 Meter höher. Es ist direkt über uns. Genau über uns. 15 Grad achterlastig. Komm. 15 Grad achterlastig. Hoch, komm. Captain, er kommt schon wieder hoch. Fahrt aufnehmen. Hab Backbord und schnell weg. Hab Backbord und schnell weg. Der Kerl scheint auf der Palme zu sein. Er ist wohl nicht der Einzige. Gibt es irgendwelche Schäden? Nein, keine Anzeichen. Bis jetzt jedenfalls. Sonar, wo sind Sie jetzt? Dreht nach Backbord. Bei 40 Meter abfahren. Auf 40 Meter gehen. Neuen Kurs und Geschwindigkeit eingeben. Tiefe 40 Meter. Was denken Sie denn? Wir haben die zu Tode erschreckt. Hey, warte! Bring das hier dem Doktor. Verschütte es bloß nicht. Er hat mich jetzt auf dem Kieker. Also bis dann. Mit freundlichem Gruß von der Kombüse. Danke, Sergei. Stellen Sie es irgendwo dahin. Sie sollten doch auf Wache sein, Pernini. Ich habe dem Doktor nur seinen Tee gebracht, Genosse. Das war eine Kollision. Toter Wal. Ein amerikanisches U-Boot. So, in Ordnung. Waschen Sie es mit Salzwasser aus. Genischny, Sie haben wohl ein Rad ab. So eine Behauptung geht doch gleich wie ein Lauffeuer rum. Und danke, Doktor. Los, Kugelschott schließen. Collier, hier spricht der Kommandant. Bitte komm. Kapitän, wir haben ein großes Leck in der 13. Wasser vermischt sich mit Raketentreibstoff. Die austretenden Gase können jeden Augenblick hochgehen. Entlüften Sie den Silo. Los, alles sofort, 13, entlüften! Verstanden, die 13 entlüften. Spricht der Kommandant. Höchste Vorsicht, bitte. Schadenskontrolloffiziere. Umgehend Berichte an Kommandant. Ich wiederhole. Schadenskontrolloffiziere. Sofort. Ja, Sonar? Die Explosion war auf dem anderen Boot, Sir. Danke, Sonar. Genosse Kapitän, wir haben Rakete Nummer 13 verloren. Raketenraum.
Kolja, ist da niemand? Besteo? Ja? Die vorderen Ballasttanks ausblasen. Ja, Kapitän. Raketenraum sofort in der Zentrale melden. Für Treibstoff. Öffnen Sie! Öffnen! Ja, Raketenraum sofort in der Zentrale melden. Was genau? Was können Sie sehen? Ich höre, Kapitän! Sofort Innenluftaustausch! Ja, Kapitän! Eine Maske? SEO, ein Ballast ausblasen. Läuft, Kapitän! Tiefenruder, vorn, oben, 25. Öffne sie! Hier spricht der Kommandant. Kapitän, hier ist Sergej, nun mal ganz ruhig. Es hat hier unten eine Riesenexplosion gegeben. Alles ist voller Rauch. Wo ist Kolja? Er ist ohne Bewusstsein. Der Qualm ist tödlich. Die Leute kippen um wie die Fliegen. Evakuieren Sie die Sektion so schnell, wie Sie können. Ja, Kapitän. Alles evakuieren. Sofort evakuieren. Was macht ihr so nah? Er treibt in der Nähe, Sir. Möglichst Abstand halten. Wir sind ausgetrippt. Genner! Kapitän! Volle Kraft voraus! Gehe auf volle Kraft! Jetzt! Kapitän, wollen Sie auftauchen? Wir können im Augenblick nämlich den Aufstieg überhaupt nicht kontrollieren. Ja, richtig. Ich will auftauchen. Kommandant und Besatzung, alles festhalten! Wieder hoch. Na, Gott sei Dank. Nein, ich meine nach oben. Sie werden auftauchen. Wiederholen Sie, Sonar. Sie tauchen auf, Captain. Was soll das? Nein, das glaube ich nicht. Wo sind Sie so nah? Backboard voraus, Richtung Nord-Nordost. Captain? Mein Gott, ein Boomer an der Oberfläche. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehen würde, ich könnte es nicht glauben. Bleiben Sie am Seerohr. Oh Himmel, was für ein gewaltiges Schiff. Irgendwas zu sehen? Nein, nichts. Ich kann kaum die Oberfläche erkennen. Alles voller Rauch. Sonar? Ja, Kapitän. Ich habe ein Jagd-U-Boot der Los Angeles-Klasse. Backbord quer ab 1000 Meter. Sie kennen wohl keine Schaden. Das Deck überprüfen. Eventuelle Schäden melden. Schien ich nie. Kapitän, ich bin in Sektion 5. Hier ist alles voller Gase. Wie geht's Kolja? Er ist tot. Sonst noch jemand? Trikov und Midov. Alles zur 6 evakuieren. Schien ich nie. Ich übergebe Ihnen das Kommando für den hinteren Teil. Ich bin KGB und kein Seemann-Genosse. Die Explosion hat unser Boot in zwei Hälften geteilt. Ich brauche einen ranghohen Offizier, der das Kommando im hinteren Teil übernimmt, und das sind Sie. In Ordnung. Sobald es möglich ist, schicke ich jemanden rüber. Aber inzwischen muss ich erstmal genau wissen, was im Raketenraum passiert ist. Also holen Sie sich ein paar Ingenieure und beginnen Sie, alles durchzulösen. Ja, Kapitän. Trevini! Was ist? Suchen Sie irgendwelche Ingenieure. Der Kommandant braucht eine Schadensmeldung vom Raketenraum. Wissen Sie, wie die Lüftung hier bedient wird? Aber sicher! Dann müssen Sie damit rein. Die übrigen evakuieren wir nach 6. Wird erledigt! Reaktorraum, bitte melden. Reaktorraum. Kapitän, hier ist Belikov. Ja? Beide Reaktoren arbeiten normal. Keine Anzeichen von Beschädigungen. Gut. Die Zweitsysteme überprüfen. Augenblick. STO, wie viel Wasser haben wir genommen?
Also meiner Schätzung nach etwa 70 Tonnen. Petja, geben Sie das mal ein. 70 Tonnen. 70 Tonnen. Innerhalb von 15 Minuten. In 15 Minuten. Bei 40 Meter Tiefe. 40 Meter Tiefe. Kapitän, hier spricht Tschernyschny. Sie gehen jetzt rein. Schnell Schwilian und mach oben die Lüftungsklappen auf. Hier spricht Gasparian. Ich bin jetzt im Raketenraum. Und was ist? Aus Schacht 13 tritt eine Unmenge Raketentreibstoff aus und von den Stromkabeln fliegen Funken. Hier kann jeden Moment alles hochgehen. Alle übrigen Schächte auf Schäden überprüfen. Mach ich, Kapitän. Welche Chancen gibt es, den Treibstoff rauszupumpen? Es ist schlammig. Unmöglich zu pumpen. Das würde brennen wie Zunder. Und was ist mit den Gasen, die sich da bilden? Wenn wir sie nicht eindämmen, wird bald das ganze Boot vergast sein. Und sobald sie sich verdichten, könnte der gesamte Raketenraum hochgehen. Nicht, dass dabei nur wir verdampfen würden. Auch die gesamte Ostküste der Vereinigten Staaten würde einen solchen Gau zu spüren bekommen. Und was würden Sie vorschlagen? Die Gase abfackeln, bevor sie explodieren. Gerner, ich kann in einer Abteilung voller Raketen nicht einfach Feuer machen. Also gut, kommen Sie wieder runter. Falls der Treibstoff sich entzündet, wie lange würde er brennen? 15, 20 Stunden, mindestens. Also wenn es erst mal angefangen hat, können wir nur noch versuchen, den Raum zu fluten. So lange halten wir niemals durch. Wir haben nicht genug Sauerstoff. Nein. Kapitän! Kapitän! Hier ist Gasparian! Auf dem Wasser ist Feuer! Los, verschwinden Sie da gleich raus, aber sofort! Feuer! Alles hier raus! Da haben Sie Ihr Feuer. Gehen Sie wieder nach unten. Und sorgen Sie dafür, dass die Reaktoren weiterlaufen. Jawohl, Kapitän! Denn Energie brauchen wir. Sergej! Sergej! Komm doch runter! Wir müssen hier raus! Warte! Ich muss das hier nur noch aufkriegen! Sergej! 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 Ich hab's geschafft! Komm jetzt!
Kühlungsklappen offen? Ja. Toll gemacht. Genosse Kapitän, ich habe den Südkurs nach Havanna geplottet. Wir brauchen 48 Stunden. Nein, wir werden nach Norden laufen. Ich werde lieber auf Gegenkurs drehen. Verstehe. Kurs und Geschwindigkeit? 035. STO? 035. Kurs 035. Voll voraus. Geschwindigkeit, volle Kraft voraus. Geschwindigkeit, volle Kraft voraus. Er dreht nach Norden und macht eine Menge Qualm. Was halten Sie davon, Jack? Er hat Feuer an Bord. Bei einer derartigen Explosion müssen die Treibstoffleitungen oder sonst was geplatzt sein. Ich finde, wir sollten das Oberkommando alarmieren. Wir können die Funkstille nicht einfach aufheben. Ja, aber wenn die das Feuer nicht in den Griff bekommen... Also, falls er an der Oberfläche bleibt, könnte alles Mögliche passieren. Vielleicht sogar ein GAU. Wir sind nur knappe 500 Meilen von der Ostküste entfernt. Die Passatwinde würden den radioaktiven Niederschlag direkt auf die Küstenregion tragen. Ach, kommen Sie, Jack. Sie kennen die Bestimmungen ebenso gut wie ich. Wenn das Flottenkommando unbedingt wissen will, was hier läuft, findet man schon Mittel und Wege. Sir, ich... Schluss damit! Nein, ich breche die Funkstille nicht. Ich bin auf meiner Kammer. 1-0, übernehmen Sie. Übernehmen. Gleich dieses hier? Nein, das nächste. Ist das alles? Kapitän, wir haben gerade die Sauerstoffflaschen gezählt. Im Depot sind 33. Das reicht noch nicht mal eine Stunde. Aber wir sind hier 50 Mann. Die müssen wir dann wohl nach 6 bringen. Jeder bleibt auf Station. Sie haben mich wohl nicht richtig verstanden, Genosse Kapitän. Das hat sich auf 5 ausgeweitet. Die untere Ebene steht in Flammen. Die obere ist voller Rauch. Chenichni, Sie müssen unbedingt versuchen, das Feuer zu bekämpfen. Sie sind zu nah am Reaktor. Es darf nicht übergreifen. Ich versuche es. Und das Feuer ist im Raketenraum ausgebrochen. Die Hitzeentwicklung ist so stark, dass eine der Nuklearraketen dadurch losgehen könnte. Ja, es ist eine vage Möglichkeit, das gebe ich zu. Aber sie besteht, und das sollten Sie wissen. Eben weil diese auf die Vereinigten Staaten gerichtet sind. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, Genosse Generalsekretär. Kapitän Kuzmenko. Und auch Sauerstoffnachschub aus der Luft organisiert. Der Kommandant. Sein Name ist Britanov. Was er für ein Mann ist? Er ist ein U-Boot-Mann, und zwar ein typischer. Die sind doch alle gleich eingebildet, ziemlich selbstbewusst und ausgesprochene Nervensägen. Ich zeige Ihnen nur. Ja, ich finde, Sie sollten die Amerikaner informieren. Allein schon aus dem Grund, dass Sie es vermutlich bereits wissen. Ja, Genosse Generalsekretär, selbstverständlich halte ich Sie auf dem Laufenden. Setzen Sie sich, Kapitän. Er sagt, er würde Washington lieber nicht anrufen. Es sei denn, die Lage wäre wirklich ernst. Und wenn es so wäre, würde er es nicht zugeben. Dazu meint er, wären Politiker schließlich da. Er sagte, wir müssten bei allem nur an eins denken. Reykjavik. Meine Herren, das hier ist Kapitän Kuzmenko. Der Kapitän war bei den letzten beiden Fahrten von Britanov seine Nummer 2. Darf ich erfahren, wie die Situation ist? Britanov liegt etwa 300 Meilen östlich der Bermudas aufgetaucht. Er fährt mit etwa 10 Knoten nach Norden. Und er hat sehr dringend um Versorgung mit Sauerstoff aus der Luft gebeten. Das ist schon alles, was wir von ihm haben. Bei einem Feuer im Raketenraum wird er alle Hände voll zu tun haben. Das gesamte zur Nordflotte gehörende technische Personal wurde zusammengerufen, um ihm Ratschläge zu geben. Aber wie denn wohl, wenn er uns nicht sagt, was schiefgelaufen ist? Admiral, mit allem Respekt, wir reden von einem Mann, der sein Leben der U-Boot-Fahrt verschrieben hat. Und wenn er Rat braucht, wird er darum bitten. Was hat er denn für Probleme? Erstens muss er verhindern, dass das Feuer die Reaktoren erreicht. Und zweitens, selbst wenn es nur ziemlich vage ist, muss er dafür sorgen, dass die Atomraketen nicht aus den Schächten schießen und Amerika zerstören. Ist er in der Lage, eine derartige Krise zu meistern? Sie meinen, er könnte die Nerven verlieren?
Er ist der beste Mann, der mit einer solchen Situation fertig wird. Aber Kuba ist nur 2 Tagesreisen entfernt. Jeder Offizier mit einem Funken Verstand würde sich doch sofort auf Kurs nach Havanna begeben. Warum fährt Britanow nach Norden? Nun, Kapitän? Ich glaube, er sucht tieferes Wasser auf. Offenbar befürchtet er das Schlimmste. Ich habe schon wieder ein sowjetisches Schiff, das seinen Kurs ändert. Es verlässt gerade Havanna. Das muss die Krasnonewski sein. Die hat's ganz schön eilig. Ach, das ist jeden Freitag so. Die Mannschaft besäuft sich, kommt zu spät an Bord und dann fahren sie wie die Teufel, um die Zeit aufzuholen. Mag ja sein, aber das ist schon das 3. sowjetische Schiff, das in den letzten Stunden seinen Kurs geändert hat. Neuen Kurs und Geschwindigkeit eingeben. Gut, jetzt mal auf den Tisch rüber. Rekonstruieren Sie den neuen Kurs der anderen 2 sowjetischen Schiffe und führen Sie die Linien weiter. Was soll das? Ich bin mir nicht sicher. Leute, überprüft den gesamten Verkehr, der in die Bermuda-Box rein oder rausgeht. Jedes sowjetische Schiff, das seinen Kurs in den letzten Stunden geändert hat und führt diese Kurslinien weiter. Ja, Ma'am. Wird gemacht. Okay. Du heilige Scheiße. Miss Leo? Ja, Kapitän? Ich glaube, wir müssen etwas Wasser auf die Wand geben. Ja. Wir haben Antwort aus Moskau bekommen, Genosse Kapitän. Die Sauerstoffflaschen sind unterwegs. Und steht da, wann sie hier sind? Nein. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. Was haben wir denn? Sämtliche sowjetische Schiffe im Nordatlantik haben nach Mitternacht den Kurs geändert. Alle fahren auf diesen Punkt zu. Wir haben gestern eins ihrer U-Boote dort geortet, einen Boomer, und wir sind ziemlich sicher, dass sie dahin eilen. Diese Überreaktion weist darauf hin, dass es ein ernstes Problem sein muss. Also gut. Rufen Sie den Lagerraum im Weißen Haus an und schildern Sie den Fall. Mit den Generalstabschefs rede ich selbst. Barry, rufen Sie bei mir zu Hause an und grüßen Sie meine Frau. Sie möchte mir bitte meine Uniform... Krasnonewski hat gerade den Kurs geändert, Sir. Und die Pushkin vor der St. Georg's Bank. Wenn man erneut die Kurse verlängert, kommt man zu einem Kreuzungspunkt. Irgendwo hier. Und der Boomer fährt weiter nach Norden. Mit wie viel Knoten? Im Durchschnitt etwa mit 11 Knoten, Sir. Selbst ein beschädigtes U-Boot dürfte doch die doppelte Geschwindigkeit machen. Es sei denn, es ist aufgetaucht. Clive, rufen Sie den Chef von Naval Operations an und bitten Sie um Alarmstufe Bravo. Sir? Und von den Bermudas soll sofort eine P3 aufsteigen, damit wir ein paar Fotos kriegen und wissen, womit wir es zu tun haben. Zurück! 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 Das Feuer im Raketenraum rennt wie wahnsinnig und breitet sich immer weiter aus! Dann zurück mit den Männern nach 6. Zurück nach Abteilung 6! Zurück nach 6! Kommt schon, kommt doch! Warum müssen wir bloß ewig auf sie warten, Cremini? Los, los! Jetzt die Bestätigung. Der Boomer ist an der Oberfläche, dicht außerhalb der Bermuda-Box. Wo verdammt ist die Bermuda-Box? Ein Stück Ozean, etwa 800 Meilen östlich von Miami. Morgen, Larry. Admiral, Gentlemen. Das Weiße Haus schickt Sie wohl, damit wir hier nicht den 3. Weltkrieg anfangen, so ungefähr, Sir. Aber wir wissen ja mit Sicherheit, was wir an Ihnen haben. Gut, dann bringe ich Sie mal auf den neuesten Stand. Setzen Sie sich doch. Danke. Also diese Fotos hier sind uns eben von der P3 durchgegeben worden und wie Sie sehen, ist es ein Boomer, der offenbar Feuer an Bord hat. Sie erkennen hier den Qualm, der aus den Lüftungsklappen kommt und aus der Raketenraumluke, deren Klappe fehlt. Fehlt? Wieso? Wissen wir nicht. Er könnte sie abgeschossen haben. Was? Um den Gipfel zu verhindern. Nun, falls er eine abgeschossen hat, getroffen hat sie nicht.
Aber er ist aufgetaucht, was bedeutet, dass er noch die ganze Ladung abschießen könnte. Innerhalb von... 5 Minuten. Mhm. Haben Sie irgendwas aus Moskau gehört? Kein Sterbenswörtchen. Also Larry, dann schlage ich vor, dass Sie Ihren Chef anrufen und ihn bitten, übers rote Telefon Moskau anzurufen, um zu erfahren, was hier vorgeht. Admiral, Sie wissen sicher, dass die politische Lage im Augenblick ziemlich heikel ist, eben weil wir nur noch wenige Tage vor einem wahrscheinlich historischen... Lieutenant, Sir. Würden Sie Mr. Brock bitte erklären, um was es hier geht? Ja, Sir. Das hier ist der Querschnitt eines Boomers. Hier ist der Raketenraum, in dem es unserer Meinung nach brennt. Wie Sie sehen, ist er mit 16 Raketen ausgerüstet, die jeweils mit 2 6-Megatonnen Sprengköpfen bestückt sind, mit einer Reichweite nach Boston, New York, Washington und selbst bis ins Inland nach Philadelphia oder Atlanta fliegen können. Oh Gott, Sie meinen, das Feuer könnte einen Abschuss auslösen? Wenn es im Raketenraum zu heiß wird, ist das eine definitive Möglichkeit. Das Boot wird von 2 Nuklearreaktoren angetrieben, die sich in unmittelbarer Nähe zum Raketenraum befinden. Wenn das Feuer auf den Reaktorraum übergreift, käme es zu einem GAU. Und das mit der Gewalt von über 200 Megatonnen. Mehr als 1000-mal größer als die Hiroshima-Bombe. Sie gehen davon aus, dass all Ihre Sicherheitsmaßnahmen versagen? Im Fall eines katastrophalen Brandes, ja. Er fährt nach Nordosten in tiefere Wasser. Wir vermuten, dass der Kommandant auch in Erwägung zieht, sein Schiff notfalls zu versenken. Das würde dem größten Teil Neuenglands entsprechenden Niederschlag bringen. Niederschlag? Warum? Die radioaktive Wolke, die aufs Land getrieben wird, wenn so etwas passiert. Haben wir eigene U-Boote in der Nähe? Die Aurora. Sie steht in voller Kampfbereitschaft in der Nähe. Hören Sie, Larry. Wie dem auch sei. Dieses U-Boot ist eine eindeutige und gegenwärtige Bedrohung der Sicherheit dieses Landes. Sie müssen den Präsidenten warnen. Falls die irgendwas unternehmen, was man als Angriff deuten könnte, muss die Aurora die Genehmigung haben, den Gegner zu versenken. Und das sollten auch die Sowjets wissen. Gut, ich rede mit Washington. Männer, wir haben es nicht geschafft, das Feuer einzudämmen. Damit bleiben uns noch 2 Möglichkeiten. A. Wir geben das Boot auf und lassen uns von den Amerikanern einsammeln. Ich brauche wohl nicht weiter zu erläutern, welche Folgen ein solcher Fall für Moskau haben würde. Und B. Wir öffnen ein paar Klappen unserer Raketenschächte und riskieren einen kurzen Tauchversuch. Die Wassermenge, die wir auf diese Weise ins Boot kriegen, wird das Feuer löschen. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass wir auf dem Grund landen. Die einzige Chance, durch das genommene Wasser nicht runtergezogen zu werden, ist schnell wieder aufzutauchen. Wir müssten uns also nach oben hangeln. Wir müssten versuchen, das Boot Sekunde für Sekunde zu stabilisieren. Ich will Ihnen nichts vormachen. Ein derartiges Manöver ist noch niemals versucht worden. Ich denke, es könnte funktionieren. Und nun muss ich eine Entscheidung treffen. Also, Option A. Das Boot aufgeben und sich von den Amerikanern auffischen lassen. B. Die Mündungsklappen der Raketenschächte öffnen und tauchen. Petja, geben Sie eine Nachricht nach Moskau durch und informieren Sie die über unser Vorhaben. Ja, Genosse Kapitän. Normalerweise würde ich das für die Ausgeburt eines kranken Gehirns halten. Aber vielleicht können Sie mir helfen. Er will bei geöffneten Raketenklappen mit dem U-Boot tauchen. Ihm bleibt keine weitere Möglichkeit. Und deshalb entscheidet er sich für einen Massenselbstmord? Nein, Admiral. Aber genau das wird passieren, wenn er mit 16 offenen Mündungsklappen taucht. Ich meine, vielleicht sollte er es mit 8 versuchen. 4. Und nicht länger als 3 Minuten. Bei einer Tiefe von 20 Metern. Während dieser Zeit würde es genügend Wasser an Bord nehmen, um das Feuer gegen die Decke der unteren Ebene zu pressen, ohne dass seine Schwimmfähigkeit gefährdet wird. Aber selbst wenn man die vage Möglichkeit, dass sie das Tauchen überleben würden, annimmt, die Amerikaner würden das Öffnen der Raketenschächte bestimmt für die Vorbereitung eines Abschusses halten und es notwendigerweise versenken. Ich glaube nicht, dass Sie so dumm sind. Würden Sie das Risiko eingehen, wenn es sich um ein amerikanisches Boot handeln würde? Sie würden nicht zögern, stimmt's? Genauso wenig wie Sie, Admiral. Aber wir würden instinktiv reagieren. Nicht so die Amerikaner. Möglicherweise haben Sie recht, Kapitän. Aber selbst wenn nicht, haben wir überhaupt keine andere Wahl. Ein Aufgeben des Bootes und die Rettung der Mannschaft durch die Amerikaner steht völlig außer Frage. Ja.
Wir haben grünes Licht. Klar machen zum Tauchen. Raketenschächte öffnen. Holen Sie den Captain, Matrose. Aber ein bisschen plötzlich. Evans. Sir? Gehen Sie näher ran. Da ist irgendwas im Busch. Jawohl, Sir. Captain, der 1O braucht Sie. Was ist denn los, Jack? Sie öffnen die Raketenschächte. Steuermann, bringen Sie uns in Hauptangriffsposition. In Hauptangriffsposition gehen jetzt, Sir. Hier spricht der Kommandant. In wenigen Minuten werden wir bei geöffneten Raketenluken auf 20 Meter Tiefe tauchen. Wir hoffen auf diese Weise, das Feuer an Bord zu löschen. Die Ingenieure in Moskau haben uns angewiesen, nicht länger als 3 Minuten unten zu bleiben. Um ganz sicher zu gehen, werden wir nur 2 Minuten unten sein. Bitte bleiben Sie auf Ihren Stationen. Und klar zum Tauchen. Unsere Geschwindigkeit? Geschwindigkeit 13 Knoten. Kurs? Kurs 090. Backbord- und Steuerbord-Torpedos. Fertig machen zum Abschuss. Mündungsklappen für Raketen öffnen. Das ist unmöglich. Lieber Genosse, dann überlisten Sie das Sicherheitssystem. Ja, Kapitän. Seine vorderen Tiefenruder stehen auf Tauchposition. Ich wiederhole, Backbord und Steuerbord, Torpedos, fertig zum Abschuss. Er geht mit der Fahrt an. Rohre fluten, aber Mündungsklappen nicht öffnen. Entlüftungen. Entlüftungen öffnen. Sprühsystem. Sprühsystem aktivieren. Kapitän, U-Boot quer ab Backbord, 1500 Meter. Vermutlich wurden Rohre geflutet. Klar zum Tauchen. 20 Meter. Tauchen auf 20 Meter, 2-0. Tauchen auf 20 Meter, 2-0. Hier spricht der Kommandant. Ich gebe Alarmstufe 1. Alles auf Gefechtsstation. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole. Auf Gefechtsstation. Dies ist keine Übung. Was macht er? Er taucht. Mit offenen Luken? Vorne unten 15. Vorne unten 15. Vorne unten 15. Tiefenruder hinten Mitte. Tiefenruder hinten Mitte. Verdammt, das ist doch ein Abschuss. Sonar aktiv, Ortung. Sonar aktiv, Sonar. 2 Pings. Und Mündungsklappen auf. Mündungsklappen sind auf. Das war aber kein Abschuss, Captain. Fertig, der Abschuss, Steuerbord A-Torpedo. Kommandant und Besatzung. 2 Minuten. Unterwassersignal für uns, 2 Pinks. Sie sagen, wir sollen abwarten. Feuerbord-Torpedo ist fertig, Captain, Sir. Sie versuchen, das Feuer zu löschen. Negativ 1-O, die wollen eine gottverdammte Rakete abschießen. Es kommt keine gottverdammte Rakete, Captain. Keine Rakete hat sich bewegt. Sie fluten bloß den Raketenraum, um das Feuer zu löschen. Blödsinn! Das würde doch kein vernünftiger Mensch tun. Das ist pure Verzweiflung, Sir. Sonar? Nach wie vor kein Abschuss. Was macht der verdammte Hundesohn?
Captain? Ja, Sonar. Ziel ist wieder aufgetaucht. Alles soweit in Ordnung? Masken ab. Wirklich gut gemacht, Bestiogen. Ganz fabelhaft. Schnee, Schnee. Hier spricht der Kommandant. Gehen Sie mit Ihren Männern jetzt zu Sektion 8. Das Feuer ist aus. Schon, bewegt euch! Etwas mehr Beeilung! Schon mal durchgezählt? Alle voll sind. Gut, dann dicht machen. Alle Sauerstoffmasken abnehmen. Masken sind ab. Hier ist Pschinischny. Wir sind alle in Acht. Und der Reaktorraum ist dicht gemacht. Danke. Wo sind die Rettungsschiffe? Sie kommen näher, Kapitän. Wir haben die Krasnojewski schon auf dem Schirm. Ich möchte den größten Teil der Besatzung evakuieren. Wir brauchen nur ein paar Leute, bis das ganze Boot durchgelüftet ist. In Ordnung. Mal sehen. Jana, was gibt's denn jetzt schon wieder? Die Kontrollanzeigen der Reaktoren. Sie reagieren nicht. Vielleicht sind die Kabel durchgeschmort. Die Notsysteme? Tot. Kühlung? Auch weg. Die Pumpen laufen nicht, aber die Kernspaltung geht weiter. Die Situation wird langsam kritisch. Gerner, wir müssen noch jemanden reinschicken, der das Gestänge runterschraubt. Ja, Kapitän. Sagen Sie den Schiffen Abstand halten. Wie viel? 8 Meilen. Übernehmen Sie. Kapitän, der Antrieb ist ausgefallen. Auf Leerlauf schalten. Auf Leerlauf geschaltet. Umschalten auf Batteriebetrieb. Sagen Sie Bielikow, er muss da sofort rein und das Gestänge runterkurbeln. Wir haben hier nur noch 4 Flaschen Sauerstoff. Das müsste doch reichen. Und er sollte mit jemandem reingehen, der da drin nicht zu viel verbraucht. Sie meinen einen von den Jungen? Ja, einen von den Jungen. Und ganz schnell, wir haben eine verdammt kritische Situation. Sagen Sie mir es ganz klar, Gamma. Ist das etwa ein Grau? Noch nicht. Und falls Sie sich irren? Falls ich mich irre, was macht das schon viel aus? Nun, wir könnten mit dem Boot immer noch bis zum Grund tauchen und den Grau lieber dort passieren lassen. Das würde sehr viele Leben retten. Noch haben wir eine Chance. Sie werden gebraucht, Perminin. Kommen Sie. Wenn Sie das richtig machen, kriegen Sie in Orden. Kommen Sie. Da kommen Sie schon. Wer geht denn mit rein? Hier, Perminin.
Guter Mann. Hast du das schon mal gemacht? Nein. Kein Problem. Du musst das nur so machen wie ich. Wie viele Sauerstoffflaschen haben wir noch? 4. Der Bug liegt wesentlich tiefer. Ebenen bei 180 Grad. Sieht aus, als würde er Fahrt verlieren. Captain? Ich höre, Sonar. Ich fange einen Alarm auf. Können Sie ihn identifizieren? Hört sich an wie eine Reaktorfehlfunktion. Sie geben das gerade durch. Ziehen Sie mit voller Kraft zurück. Aye, Sir. Steuermann, Maschine volle Kraft zurück. Aye, Sir. Nachricht an das Oberkommando, Jack. Höchste Priorität. Wir haben hier eine sehr ernste Situation. Danke. Wir sehen uns dann. Hals und Beinbruch. Sie sind drin. Wer ist bei ihm? Reminin. Na ja. Mein Gott, Larry, wir stehen hier vor einem Gau. Der Wind ist auflandig, hat auf etwa 20 Knoten aufgefrischt. Wenn die Reaktoren hochgehen, wird Tschernobyl dagegen die reinste Gartengrillparty sein. Ja, ich verstehe schon. Der Präsident sollte wenigstens die Gouverneure der betroffenen Staaten alarmieren. Das Weiße Haus will nur keine Öffentlichkeit, denn man befürchtet, dass sich die gesamte Ostküste in Sicherheit zu bringen versucht. Und das würde dann sicher mehr Schäden verursachen als ein hypothetischer Gau. Darum geht's doch überhaupt nicht, wie Sie genau wissen. Wenn bekannt wird, dass durch die Kollision eines sowjetischen und amerikanischen U-Bootes die gesamte Ostküste gefährdet ist, wird der Gipfel inklusive aller Friedensbemühungen sterben. Wir haben hier ein einmaliges Forum. Hören Sie doch auf mit diesem Perestroika-Scheiß. Der Präsident hat das beim Namen genannt. Ein Reich des Bösen. Wir konnten Ihnen früher niemals trauen und können es auch heute nicht. Und vor allem können wir keinem Ihrer U-Boote trauen, das mit 32 Sprengköpfen und offenen Mündungsklappen vor unserer Küste liegt. Wenn die Politiker nicht alles selbst machen wollten, hätten wir es schon vor einer Stunde versenkt. Ja, und eben deshalb machen die Politiker ja auch alles lieber selbst. Larry, sehen Sie, wenn diese Reaktoren durchschmelzen und eine radioaktive Wolke auf Boston niedergeht, dann wird das diese ganzen Friedensbemühungen bestimmt beenden. Und mehrere Millionen Amerikaner werden sterben. Das ist ein Befehl direkt vom Weißen Haus. Der Fall ist nun mal top secret. Niemand darf etwas wissen. Und die Temperatur im Reaktorraum? Scheiße. Stabilisiert sie sich wieder? Nein, es wird heißer. SDO, sofort den Druck in der 8 erhöhen. Wir werden Probleme bekommen, die Männer da rauszuholen, wenn wir in den beiden Sektionen den Druck nicht auf gleicher Höhe halten. Erst müssen wir das Gestänge unten haben, Genner. Hol mal den Bolzenschneider. Wieder was aus Moskau, Genosse Kapitän. Sie wollen einen Bericht über den Zustand der Reaktoren. Hatten Sie das gemeldet? Nein, Kapitän. Hier steht, dass die Amerikaner glauben, dass wir ein Problem haben. Was soll ich antworten? Sagen Sie ihnen die Wahrheit. Das ist alles, was wir können. Ja, Kapitän. Nun pass mal auf, Sergej. Sieh dir genau an, was ich hier mache. Wir haben 4 Stangen, 2 für jeden Reaktor. Und wir müssen beide runterkurbeln. Das Gestänge hat sich ausgedehnt. Aber wir müssen es trotzdem runterholen. Yeah.
Feuer! Jenna, wie läuft's denn? Kapitän? Das erste Gestänge ist unten. Kapitän. Der erste Reaktor ist abgeschaltet. Soll ich jetzt weitermachen? Nein, nein, es geht schon. Ich schaff das noch. Ich muss raus. Ich kann nicht mehr. Remine, du musst weitermachen. Ja, komm schon! Holt ihn raus! Zieht ihn an den Füßen raus! Kapitän, hier spricht Tschernyschny. Belikow ist ohnmächtig. Beide Männer sind wieder hier. Der Reaktorraum ist dicht. Gut. Eine muss noch runter. Genosse Kapitän, das vierte Gestänge ist noch nicht unten. Der Kapitän will Sie sprechen. Sergei. Hier ist der Kommandant. Können Sie noch mal reingehen? Ja, sicher. Sie haben den letzten vorhandenen Sauerstoff. Es darf nicht zu lange dauern. Ist kein Problem. Sie haben nur noch eine Flasche Sauerstoff, das ist alles. Wie ist es denn da drin? Ganz schön heiß. Kein Wunder. Komm, ich so, dann dir. Kommt mal, Leute.
Also, dann wollen wir mal. Erstmal das Schott auf. Na los, alle zugleich. Und drücken. Nochmal drücken. Sie wissen, Sie haben nur 10 Minuten und nicht mehr. Und zugleich. Gennady, erhöhen Sie sofort bei uns den Druck. Sonst kriegen wir nämlich das Schott nicht mehr auf. Das weiß ich auch selbst. Genosse Pschenischny. Kontrollraum, sagen Sie ihm, dass es knapp wird. Sergei, Sie haben nicht mehr viel Zeit. Sie fällt. Kapitän, hier ist Priminin. Das letzte Gestänge ist unten. Toll gemacht, Sergei. Jetzt machen Sie schnell, dass Sie rauskommen. Pschenischny, öffnen Sie das Schott. Los. So, jetzt können die Schiffe ruhig wieder näher kommen. Ja, Kapitän. Und melden Sie nach Moskau. Die Reaktoren sind abgeschaltet. Ja! Der Druck im Reaktorraum erhöht sich wegen der Hitze. Wir müssen den Druck in 8 erhöhen, um die beiden Sektionen anzugleichen. Hier spricht der Kommandant an Sektion 8. Wer kein Atemgerät hat, muss rüber nach Sektion 9. Pschenischny, wir müssen den Druck ausgleichen. Und halten Sie für alle Fälle die Brechstange bereit.
Na kommt schon, rüber in die 9. Rüber zur 9. Ihr sollt in die 9. Los! Bleib hier! Gehen Sie! Es sind jetzt alle in 9, bis auf den Arbeitsdruck. Und die Sektion ist dicht gemacht. Verstanden. STO, bitte sofort den Druck in 8, möglichst schnell erhöhen. Ja, ich mach schon. Ich bin schon dabei. Gasmasken auf! Die Giftschwaden kommen durch die Lüftungsschlitze. Beeilt euch! Die Brechstange ist angesetzt, Kapitän. Besatzung steht bereit. Sergei. Hier spricht der Kommandant. Ich weiß, dass Sie mich hören. Ich bin am Schott. Sergei, über Ihrem Kopf befindet sich ein Ventil. Können Sie es sehen? Ja. Drehen Sie es nach links. Das wird Luft in den Raum bringen und den Druck senken. Haben Sie mich verstanden? Ich komme sie an. Ist schon gut. Wir nehmen jetzt die Brechstange. Schien ich nie. Benutzt die Brechstange. Los, setz die Brechstange an. Alles klar. Na dann los. Sergei, wenn es Ihnen schwerfällt zu sprechen, dann klopfen Sie ans Mikrofon. Habe ich gehört. Und weiter! Kapitän, hier spricht Schenischny. Der Druck da drin ist viel zu hoch. Es ist, als ob man sich gegen eine Mauer stemmt. Sergei. Wenn ich Ihnen sage, Sie sollen durch das Schutt gehen, dann muss das blitzschnell sein. Ich weiß, Sie haben kaum noch Sauerstoff, aber Sie schaffen das schon. Sergei. Hören Sie mich. Halten Sie nur noch ein paar Sekunden durch. Sie haben das wirklich fabelhaft gemacht. Das Boot gerettet. Uns alle gerettet. Und wenn Sie mich fragen, auch die gesamte Ostküste der Vereinigten Staaten. Das ist schon eine ziemliche Leistung für jemanden, der eben erst 20 ist. Daran werden Sie sich immer erinnern, wenn Sie wieder zu Hause sind. Und in ein paar Tagen werden wir alle zu Hause sein. So, und jetzt müssen Sie nochmal Ihre ganze Kraft zusammennehmen. Klopfen Sie ans Mikro, damit ich weiß, dass Sie mich gehört haben. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sergei. Sergei, klopfen Sie. Jetzt beginnt der Druck in der 8 hochzugehen. Wenn wir nicht aufpassen, bekommen wir gleich dieselben Probleme wie in der 7. Also gut, Sergei, jetzt müssen Sie sich aufraffen. Gehen Sie rüber zum Schott. Sobald es sich bewegt, müssen Sie mithelfen. Müssen Sie mit daran ziehen. Ah!
Sioshka! Der Druck erhöht sich immer schneller. Gleich werden wir alle verlieren. Weg vom Schott. Nun mach doch, Leute! Und schließen. Das sind 6 Mann in 8. Ein Leben für 6. Ja. Kapitän, hier spricht Asnabajew. Wir nehmen zu viel Wasser. Die Krasnoanjewski ist jetzt längsseits gegangen. Kommandant an Mannschaft. Alle Mann von Bord. Sie mit, Kapitän? Ja, ich komme gleich nach oben. Thank you.
Das Feuer ist aus und die Reaktoren sind abgeschaltet. Na, Gott sei Dank. Tja, Larry, dann scheint ja der Präsident sein Gipfelgespräch doch noch zu bekommen. Hoffen wir nur, er kommt in keinen Sturm. Sagen Sie dem Flottenkommando Entwarnung. Aye, Sir. Gentlemen, ich danke Ihnen. Jetzt können Sie ja Ihren Schlaf nachholen. Tja, werde ich auch machen. Diesmal hatten wir Glück, Mr. Brock, das wissen Sie. Das nächste Mal werden Sie den Miskal hoffentlich versenken. Er geht runter. Hier spricht der Kommandant. Der Boomer geht runter. Erwarten sekundäre Explosion. Ich wiederhole, erwarten sekundäre Explosion. Eintausend Fuß. Zweitausend Fuß. Dreitausend Fuß. Fünftausend Fuß. Er sinkt immer schneller, Sir. Ich kann nichts mehr hören. Bei Zerstörungsknall, Gentlemen. So nah? Noch nichts, Sir. Jack, geben Sie bitte eine Meldung an das Flottenkommando durch. Boomer gesunken um 22.30 Uhr. Tiefe, Sonar? 18.000 Fuß, Sir. Die Mannschaft wurde ohne erkennbare Todesfälle evakuiert. Es gab keine erkennbare Sekundärexplosion der beiden Reaktoren oder der an Bord befindlichen Raketen. Erbitten Luft- und Seeaufklärung, um Radioaktivität zu kontrollieren. Wir bleiben in Position. Sie feiern nicht mit, Lieutenant? Nein, nein, Sir, lieber nicht. Sie denken wohl an diese Männer? Eigentlich denke ich mehr an die über 200 Megatonnen radioaktiven Materials, die auf dem Meeresboden liegen. Nun, wenn man die Alternative bedenkt, finde ich, wir müssten ziemlich dankbar sein.
Er muss ein bemerkenswerter Mensch sein. Der Kommandant. Nur glaube ich nicht, dass der Kreml das auch so sieht. Der telefoniert sicher mit dem Hauptquartier. Und wie steht's denn so in Moskau? Also, ich habe mit dem Genossenadmiral gesprochen. Er hat sich für sie eingesetzt. Aber er hat trotzdem nichts weiter erreicht. Er hat mich deshalb gebeten, das Logbuch, die Codebücher und die Nuklearschlüssel an mich zu nehmen. Na gut. Den Schlüssel, Kapitän. Kapitän, Ihre Männer brauchen Sie. Genosse Kapitän, ich hätte auch gern Ihr Parteibuch. Offiziere und Mannschaft von K219, vollständig versammelt! Offiziere und Männer von K219, wir sind hochbeglückt über Ihre gesunde Heimkehr. Sie werden einige Tage in einem Erholungslager in der Nähe verbringen und dort an einer abschließenden Besprechung teilnehmen. Anschließend dürfen Sie zu Ihren Familien. Ihr Mut, den Sie in den letzten Tagen bewiesen haben, entspricht höchster Tradition der sowjetischen Marine. Es ist mir eine besondere Ehre, einige von Ihnen auszuzeichnen, auf Empfehlung Ihres Kommandanten. Bremenin, Sergei Sergejewitsch. Bremenin, Sergei Sergejewitsch. Noch auf Patrouille, Admiral. Ronald Reagan und Michail Gorbatschow trafen sich wie geplant in Reykjavik, Island.
Als sich herausstellte, dass es keine Möglichkeit der Übereinstimmung betreffs der Diskussionsthemen geben würde, wurden die Verhandlungen bereits nach 2 Tagen abgebrochen. Die Regierung der Vereinigten Staaten verneinte jede Mitwirkung am Sinken von K-219. Nach der Rückkehr in die Sowjetunion wurde die Mannschaft der K-219 aufgeteilt und auf verschiedene Schiffe im Nordatlantik abkommandiert. Kapitän Britanow wurde aus der sowjetischen Marine entlassen.